Bereits zum 86. Mal präsentieren am Genfer Autosalon alle wichtigen Fahrzeughersteller ihre Neuheiten. Am Stand von Volkswagen feiert man mit dem neuen Up Weltpremiere. Wir zeigen hier in Genf unser kleinstes Modell in einer ganz frischen Version. Er ist jetzt jünger, sportlicher und auch viel bunter, weil wir haben jetzt 13 Außenfarben, 3 Dachfarben zur Auswahl und innen sogenannte Dashpads, da kann man zwischen 10 Farben wählen. Außen macht sich die Verjüngungskur an der Front, an den Scheinwerfern, an den Außenspiegeln mit integrierten Blinkleuchten und am Heck bemerkbar. Mehr Power bringt jetzt ein neuer 90 PS TSI-Motor. Mit bis zu 185 km/h kratzt dieser ab an den Fahrleistungen des ersten Golf GTI. Der neue Up kommt im Spätsommer auf den Markt in Österreich. VW-Nutzfahrzeuge feiert mit dem Caddy Erdgas Weltpremiere. Der sparsamste Caddy aller Zeiten wird erstmalig mit einem 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe kombiniert. Laut Hersteller sind damit Reichweiten von rund 630 km und beim Caddy Maxi 860 km im reinen Gasbetrieb zu erzielen. Porsche präsentiert den neuen 718 Boxster. Also der Name leitet sich mal ab vom 718 S60 Bergspider, einem Fahrzeug, mit dem Porsche in frühen Jahren die Targa Florio gewonnen hat, beziehungsweise auch die Europa-Bergmeisterschaft. Also ein sehr, sehr erfolgreiches Rennauto, auch mit Vierzylindermotoren. Und auch dieses neue Fahrzeug hat einen Vierzylindermotor. Und mit diesem Vierzylinder haben wir eine enorme Spriteinsparung, aber bei gleichzeitiger Leistungserhöhung und einem höheren Drehmoment. Das heißt also, unseren Technikern ist mehr oder weniger die Quadratur des Kreises geglückt. Der Normverbrauch ist dadurch um über 1,5 Liter gesunken. Den Porsche Boxster wird es in Zukunft mit 300 PS und den Boxster S mit 350 PS geben. Die Präsentation in Österreich wird im Laufe des Aprils stattfinden. Seat zeigt sein allererstes SUV-Modell. Das ist der neue Ateca. Der kommt im Juli nach Österreich. Und natürlich aufgrund dieser Kombination wartet Seat sehnsüchtig auf dieses Auto. Es ist auf der neuesten Technologie aufgebaut. Sie sitzen her in dem Auto drinnen. Sie haben alle Helferlein. Sie können es mit Allrad haben. Sie können es kombinieren mit DSG. Sie können von 115 bis 190 PS Benzin und Diesel alles haben. Und sie haben natürlich eine Qualität eines Autos mit einer Technologie, die seinesgleichen sucht. Der neue Ateca beginnt bei 19.990 Euro und hat, wie alle Ateca, serienmäßig eine 5-Jahres-Werksgarantie. Wem die Kombination Diesel und Allrad besonders am Herzen liegt, muss für den Seat Ateca, sehr, sehr gut ausgestattet mit 150 PS, 30.990 Euro bezahlen. Bei Skoda macht eine SUV-Studie mit etwa 4,70 Meter Länge, großem Innenraum und klaren Linien und Kanten auf sich aufmerksam. Interessant bei der Vision S ist auf jeden Fall mal die neue Designsprache, ja, die angelehnt ist an die tschechische Kristallkunst. Man sieht Zicken, Kanten, dreieckige Linien. Interessant ist weiterhin die Sechssitzigkeit in der Vision S. Später, sprich in der Serie, wird dann auch eine dritte Sitzreihe optional verfügbar sein. Die Studie gibt einen Ausblick auf das zukünftige Skoda SUV-Modell oberhalb des Yeti, das in ähnlicher Form heuer auch noch in Serie gehen wird. Für die digitale Vernetzung und die Verbindung des Smartphones mit dem Fahrzeug gibt es für jeden Passagier ein eigenes Display, eine Smartphone-Ablage mit SmartLink-Funktion und induktiver Lademöglichkeit. Audi präsentiert den Q2 jugendlich provokativ gestylt und mit jeder Menge Hightech an Bord. Der 4,19 Meter lange Kompakt-SUV kommt mit mehreren Motorvarianten ab 116 PS im Herbst zu den Händlern.